Hallihallöchen, willkommen zurück zu Let's Play Grand Theft Auto San Andreas. Das erste, was ich in diesem Part mal mache, ist hoffen, dass ich nicht von irgendwas überfahren werde. Das Auto doch nicht klauen, weil gerade Polizisten vorbeikommen. Das Auto jetzt klauen. Und jetzt fahre ich mal zu der Arena. Okay, anscheinend werde ich jetzt doch vom Polizisten verfolgt, aber sonst. Wartet mal. Das sah gerade irgendwie. Ja, so sieht es schon besser aus. Ich war gerade sehr nah an dem Auto dran. Okay. Ich hole natürlich wieder meine Hot Rod. Ich fahre doch nicht mit einem Blister kompakt. So. Jetzt hoffe ich mal, ich komme so, wie ich fahre, bei dieser Arena an. Also bei diesem Ding, was in Los Santos dieses 8-Track war, dieses komische Rennen, wo man 10.000 Dollar für bekommt. Ich weiß aber nicht, ob ich es schaffe und ich weiß auch nicht, was es eigentlich ist. Ich hoffe einfach mal, dass es nicht so schwer wird. Das hier. Railroad. Brown Street, go for the Brown. Okay. Bin mal gespannt. Snipergewehr? Ach ja, ich hatte ein Snipergewehr. Okay, mal sehen. Was wird das hier? Die Countdown für die Gesamtzeit dauert bei 30 Sekunden. Okay. Fahr durch die Checkpoints, um deine Gesamtzeit zu verlängern. Chaos Derby? Okay. Um zu gewinnen, muss deine Gesamtzeit die Zielzeit überschreiten. Aha. Wenn die Gesamtzeit abgelaufen ist, hast du verloren. Na da. Wollen wir Icons, um dein Auto zu reparieren? Na da. Die Mission möchte mir nicht gefallen. Wow. Ich habe ein verdammtes SMG mit unendlich viel Munition. Ah, Gott. Ich will das verdammte Ding haben. Dann will ich das verdammte Ding haben. Okay, es ist immerhin ganz spaßig. Aber ich glaube, ich werde verlieren, wenn das so weitergeht. Ja, ich werde definitiv verlieren. Hab keine Zeit mehr. Okay, das war interessant. Versuchen wir es nochmal. Okay, wie mache ich das? Ich düse einfach so schnell wie möglich auf dieses komische rote Ding zu und hoffe, dass ich dabei nicht sterbe. Ich vermute mal, das Ziel liegt darin, alle Fahrer auszuschalten, glaube ich, denke ich, dürfte so sein. Ach, ihr seid doch scheiße. Ich will auch was! Lass mich da reinfahren! Meins! So. Oh Mann! Will auch! So. Und ich muss eine Zeit über eine Minute haben, so wie ich das verstehe. Wow. Aber ich finde es gut, dass ich so einen Typen mit bei mir im Auto habe, der einfach alles abschießt. Okay, erstmal reparieren. Und jetzt darauf hoffen, dass die sich alle gegenseitig kaputt machen. Ich möchte bitte nicht explodieren. So, meins. Okay, dann ist das da meins. Ah, geht kaputt. Wo ist das Ding? Da. Und jetzt ist es ein bisschen versetzt. Und was ist hier verdammt nochmal los? Viel zu viel Action. Ja. Okay. Hat was. Meins. Und jetzt fahr schnell mein Auto reparieren. Das wäre toll. Also ich verstehe das Ziel hier nicht so ganz. Müssen wir alle kaputt machen? Oder muss ich einfach eine Zeit über eine Minute erreichen? Und weil, wie es aussieht, kommen die immer wieder nach draußen und. Ne. Ich weiß nicht. Wow. Okay, erstmal Auto reparieren. Erstmal Auto reparieren. Alles andere kommt danach. Ach Gott. Okay. Das nächste ist da. Ah, drüben. Geh weg. Das krieg ich. Das krieg ich. Das krieg ich nicht. Okay. Das nächste ist da hinten. Okay. Lasst mich in Ruhe. Ach, natürlich bekomme ich es nicht. Okay, das könnte interessant werden. Es hat seinen Charme. Das nächste ist da hinten. Okay. Das möchte ich bitte bekommen. Naja, kriege ich eh nicht. Was? Da komme ich doch niemals in 3 Sekunden hin. Doch. Hab's geschafft. Yay. So, wo ist das nächste? Lasst mich in Ruhe. Nee, das kriegt der da.
Okay, das krieg aber ich. Das krieg definitiv ich. Und jetzt möchte ich das da hinten. Ah, das ist seltsam. Das ist wirklich seltsam, was hier... Hier sind einfach so viele Autos und... Das ist hell. Das beschreibt es ganz gut. Das ist hell. Mann! Okay. Ich glaube, das war's für mich. Okay. Ich versuch's nochmal. Ich mache das jetzt so lange, bis ich es geschafft habe. Das muss ich für einen 100% Run machen. Aber hey, ich habe immerhin das geilste Auto hier drin. Ich konzentriere mich, glaube ich, gar nicht mehr darauf, die anderen kaputt zu machen, weil die respawnen ja sozusagen eh die ganze Zeit. Okay, das habe ich anscheinend nicht bekommen. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich alle in Ruhe. Meins! Natürlich nicht. Das da hinten kriege ich. Das da hinten kriege ich. Ja. So. So, jetzt das nächste. Das ist da, aber nee. Ich glaube, das bekomme ich nicht mehr. Dort. Lasst mich dahin! Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, da komme ich nicht hin. Und warum ist hier ein Motorrad und meine Zeit läuft gleich wieder ab? Lasst mich da rein. Oh Gott, das ist frustrierend. Nochmal. So. Diesmal schaffe ich das aber. Ich muss nur den ersten Kreis bekommen, dann muss ich den zweiten Kreis bekommen und den dritten und so ziemlich jeden anderen. Sind das überhaupt Kreise? Oh. Mann, wenn die mich nicht die ganze Zeit aus der Bahn rammen würden, das ist verdammt frustrierend. Ihr regt auf. Oh, komm schon. So. Meins. Ich dachte jetzt wirklich, der Typ, der da rückwärts gefahren ist, hätte mich noch bekommen. Das kriege ich. Okay, hör auf, mich abzuschießen. Ich habe kein Problem damit, dich zu jagen. Oh, lasst mich in Ruhe. Och man, kommt schon. Spiel, sei nicht so gemein zu mir. So? Ach komm, oh, ich hätte nur noch eins gebraucht. Natürlich, das kriege ich auch nicht. Das da bekomme ich nicht. Aber das da auch nicht. Ach, kommt schon! Ja! Ihr nervt. Ihr wollt mich natürlich alle rammen, weil ihr habt kein anderes Ziel. Ich hab's geschafft. Hat ja nur einen halben Part gedauert. Okay, wartet. Wartet kurz. 10.000. Das war's definitiv nicht wert. Okay. Wir sind unserem 100% Run. Wir sind unserem 100% Run schon etwas näher gekommen. Ja. Ich bekomme nur das Auto. Ist ja lame. Chaos-Derby-Kiste. Okay. Aber es hat Spaß gemacht. Auch wenn es sehr frustrierend war. Ich weiß nicht, kennt ihr das manchmal, wenn ihr zum GTA, ich sag jetzt einfach mal GTA spielt, und euch rammt die ganze Zeit irgendwer weg. Ihr versucht geradeaus zu fahren und ihr werdet irgendwer immer aus der Bahn gerammt und kommt einfach nicht voran. Das ist so nervig. You'll never get too far like that. Ja. Ich glaube, noch eine Mission machen wir nicht. Nee. Definitiv nicht. Was kann ich mal noch machen? Ich glaube, ich weiß, was ich mache. Ich fahre ins Fitnessstudio und versuche mal, meine Kondition ein bisschen zu verbessern. Das hätte ich nämlich wirklich mal nötig. Oder sowas. Ich fahre die ganze Zeit gegen die Laterne und werde die ganze Zeit gestoppt. Und das ist so nervig. Oder sowas. Die Polizei rammt mich und dafür werde ich verfolgt. Das... So. Lasst mich jetzt mal bitte fein in Ruhe. Ja, Kamera. Ich bin gerade ein bisschen genervt. Na, ja, was soll's. So, ja, schwarzer Screen. Und Kondition. Ich möchte bitte die Kondition irgendwie verbessern. Stufe 5. Ja. 5. So. Leertaste. Ich schaff das. Oh yeah. Gut.
Und jetzt mache ich das so lange, bis irgendwie meine Kondition steigt. Nicht mein Fett sinkt. Meine Kondition soll steigen. Ja, okay. Ich mache einfach mal weiter. Miau. Und natürlich sinkt mein Fett. Immer und immer weiter. Meine Kondition steigt kein bisschen, vermute ich mal. Ja, warum sinkt das Fett so sehr? Ich glaube, ich muss mich dann mal wieder ein bisschen überfressen. Oh je, die Kondition steigt endlich. Die möchte ich wirklich verbessern, weil dann kann Karl auch ganz, ganz lange Strecken schwimmen und rennen und was weiß ich. Und das ist sehr hilfreich. Das ist definitiv sehr hilfreich. Ich glaube, er schwimmt dann und rennt auch ein bisschen schneller. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Na gut, wie lange kann ich jetzt eigentlich fahren, ohne dass Karl irgendwie erschöpft wird? Mal sehen. Ich glaube, das nächste Mal mache ich auch eine Stufe höher. Wie erhöhe ich die Stufe nochmal? So? Nee, so? 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 Wie mache ich die Stufe höher? Das ging doch irgendwie, oder? Ich drücke gerade einfach mal alle Tasten. Nö, weiß gerade nicht, wie das ging. Naja, ich verliere nur haufenweise Fett, was so ist. Nee, die Taste war es nicht, die nicht, die nicht, die nicht, die nicht, die nicht. Durch die Taste gehe ich einfach runter, das ist schön. Nochmal. Stufe 7. Warum nicht? Ja, komm, Karl. Du kriegst das hin, du kriegst das hin, du kriegst das hin. Ich hämmer gerade so sehr auf die Leertaste, dass mein Arm schon wehtut. Ich frage mich wirklich, wie lange wir eigentlich noch machen können. Gut. Und mein Fett ist schon fast ins Bodenlose gesunken. Okay. Ich beginne, denke ich, dann den nächsten Part mal damit, dass ich irgendwie was fresse. Oder ich beende diesen Part damit. Ich glaube, wenn mein Fett zu sehr sinkt, sind dann am Ende auch meine Muskeln davon betroffen. Und das ist ein bisschen doof. Und ja, was soll das? Erstmal Kondition, danach Muskeln. Und wenn irgendwann beides voll ist, bin ich voll happy. Kann sein, dass das Minuszeichen hinter dem Fett irgendwie ein bisschen versetzt ist? Naja. Ich glaube, diesmal versuche ich einfach mal auszureizen, wie viel Karl essen kann. damit ich weiß, wie viel er wirklich essen kann und wann ich aufhören muss zu essen. Und ja, meine Kondition steigt langsam ein bisschen. Hämmern. Hämmern auf die verdammte Leertaste. Okay, das muss doch langsam mal sein Ende finden, oder? Bin ich nicht langsam mal fertig? Ich meine, ich bin jetzt schon ein paar... Okay, warte, Strecke. Wie wird das gemessen? Kilometer? Meter? Ja, ich glaube, ich bin nicht 3000 Kilometer gefahren. Sag einfach mal Meter oder Fuß vielleicht. Ja, das sieht mir mehr nach Fuß aus. Egal. Kann ich jetzt länger sprinten, schwimmen und Rad fahren? Das finde ich schön. Ne, komm, Karl. Bist du langsam mal fertig? Gut. Ja, gut. Wir haben 4000. Ich mache einfach mal Schluss. Sonst wird der Part noch zu lange. Und auch zu langweilig. So. Ich gehe noch kurz was essen. Dann war's das für diesen Part. Ich glaube, ich muss diesmal nicht extra zum Speicherpunkt fahren, weil ihr wisst eh, wo der ist. Und das, ja. So. Kamera. Ja, ich glaube, das reicht dann bald mal. Gut. Yeps. Oh, which delicious meal would you like? Alter, die reden immer, als wäre ich so ein kleines Kind. Ich glaube... Ich esse einfach mal 5 davon. Oder nee, ich esse 6 davon. Ich glaube, bei 7 reiert dann Karl erstmal am Boden vom Burgershot voll. Soll ich es probieren? Noch immer. Wow. Okay, Karl hat jetzt eindeutig ein bisschen Fett. Ich esse noch mal was. Esse noch mal ein bisschen was. Weil wenn er genug Fett hat, kann ich ja auch die Kondition schön trainieren. Okay, 10 ist das Maximum. Okay, Karl, ist gut. Ist gut. Dann würde ich mal sagen... Oh, wir haben sogar Leben dadurch verloren. Egal, dann würde ich mal sagen, das war's für diesen Part. Hoffentlich hat er euch gefallen. Okay, hoffentlich hat er euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.